Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Wir sind in der letzten Folge hier in der Stadt. Oh Gott, kriege ich den Namen nochmal hin? Warte mal, ich muss spicken. Gibt es hier irgendwo ein Eingangsschild? Da. Haoli. So, angekommen. Und es soll die größte Stadt sein auf Mele. Die größte Stadt. Und da will ich mich ein bisschen umgucken, aber ich kann hier irgendwie in gar keines dieser Gebäude rein. Schade. Aber ich habe schon angemerkt, es sieht mir so ein bisschen aus nach der Stadt aus der Demo. Wir haben den schönen Strand, der jetzt auch schön so sonnengelb ist. Das ist jetzt auch Abend bei mir. Das ist richtig schön. So, ja, hier können wir aber rein. Was ist das denn für ein Gebäude? Ne, achso, das war ein Übergang. Ich dachte, wir sind ins Gebäude rein. Wen sehe ich denn da? Das ist doch Sunny. Ja, wir sind doch zusammen hingegangen. Du warst doch gerade noch hinter mir. Wo kommst denn du jetzt her? Ich habe dich sofort an dem Gang erkannt. Na, was sagst du? Oh Gott, dieser Name immer. Haoli, ich muss mir das einfach merken. Haoli ist super, oder? Ola ist toll, stimmt's? Ich habe noch nicht viel von der Stadt gesehen. Lass mich erstmal gucken. Oh. Hey Sunny, komm mit. Ich will dir was Tolles zeigen. Was ist das? Was ist das? Das ist das Touristenzentrum, wa? Hey, stimmt es, dass man hier Tolles bekommt, wenn man im Pokémon... wenn man den Rotom-Dex hat. So. Der hat sich aber schnell herumgesprochen. Der Rotom-Dex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung im Angebot. Den Pokesucher. Hier, bitte sehr. Das ist der Wahnsinn. Ein Pokesucher. Ist das nicht toll, Sunny? Was ist ein Pokesucher? Mit dem Pokesucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom gibt dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen kannst. Lass mich die Betriebsanleitung vorlesen. Berühre den Rotom-Knopf oder drücke R. Okay. Der Rotom-Pokédex ist echt eine tolle Sache. Es ist zwar kein Pokémon, aber es sieht dir trotzdem... Steht dir trotzdem zur Seite. Es ist ein Pokémon. Sei doch nicht so böse, du Drecksack. Tut mir leid. Nee, Moment mal. In ihm steckt ja ein Rotom. Dann ist es ja doch ein Pokémon, oder? Ach, egal. Ach, ist ja auch egal. Ich warte draußen auf dich. Bis gleich. Also, muss ich den jetzt noch abholen? Mit dem Pokesucher fotografiert man Pokémon. Sehen auf den Bildern einfach so süß aus. Achso, mit dem Pokesucher... Fotografierte Pokémon sehen auf Bildern einfach so süß aus. So. Na gut. Na gut, der Pokesucher. Dann gehen wir mal gucken nach dem Pokesucher. Ich glaube, wir können jetzt diese Einspalte, die ich in der Demo erwähnt habe, können wir wahrscheinlich ein Pokémon dann auch sehen. Sunny, Tali. Wir waren bei der Touristeninformation. Wart ihr bei der Touristeninformation? Der Rotom-Dex hat eine neue Funktion bekommen. Jetzt kann er Fotos machen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Dann gucke ich gerade so auf den Boden. Achso, wir haben gerade ein Selfie gemacht. Nanu? Aha. Was war das denn? Was war denn das? Komm, Sunny. Ich zeig dir einen Laden, in dem du etwas Tolles... Oh, ein tolles, was tolles Leckeres gibt. Ja. Okay. Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei. Ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Oh, da will ich auch hin. Tagtrainer. Warte mal, die Musik. Sag jetzt nicht, wehe, jetzt kommt Eich. Wehe.
Obwohl, das kann auch die Erklärungsfuzzi-Melodie sein. Tag, Trainer. Was hast du denn da Schönes? Ich dachte gerade schon. Das ist ja ein Pokesucher. Kannst du damit auch umgehen? Wenn ja, verratsch dir etwas. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gottverdammt gedacht, als ich in der Demo das gesehen habe, dass wir da was machen. An dem Loch in der Mauer hier kannst du Fotos machen. Okay. Siehst du, Rotom reagiert darauf. Los, berühre ihn mal. Und sie selbst. Okay. Kannst du nicht einfach hier so interagieren? Achso. Pokesucher aktiviert. Mhm. Okay, die Erklärung spare ich mir jetzt mal, weil die kennen wir aus der Demo schon. So, was gibt's denn hier so schön? Also wir haben hier ein Pikachu. Eigentlich wollte ich Pikachu schon in die Mitte kriegen. Yay. Das machen wir mal aus, das Gravitation. Ich habe nämlich leider hier mit der Kabellage, mit dem Aufnahmesetting. Du hast schon mindestens ein Foto geschossen. Möchtest du trotzdem aufhören? Ja. Okay. Anscheinend ist es das Beste, wenn man Pokémon von vorne aufnimmt. Schieße einfach ganz viele Fotos mit dem Pokesucher. Übung macht die Meisterin. Danke. Wenn ich jetzt hier nochmal hingehe, ist jetzt wieder Pikachu da? Fukano. Hallo, Fukano. Naja. Sehr schön. Sehr schön. Da. Oh ja, du bist ein Model. Okay, haben wir jetzt alle Fotos geschossen. Warte mal. Da guckt es nie. Nein. Ich wollte das haben. Da guckt es so sneaky. So, Foto wurde geteilt. Okay. Zu verlieben. Aloha. Bin total müde. Klasse, Wetter. Danke. Wo bleibt Professor Eich, der jetzt meine Bilder bewerten möchte? Ah, okay. Hier kann man sich dann so... Einmal kann die auch noch speichern. Na gut. Das ist natürlich toll, aber ich hätte gedacht, auch manche Pokémon greifen an, wenn man sie fotografieren möchte. So, ich will ihm jetzt auch in eine Boutique. Da. Lass mich rein. Beziehungsweise ich will am liebsten erstmal zum Friseur. Hallo Sunny. Dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selber aus? Nein, Mama legt sie mir jeden Morgen raus. Natürlich suche ich sie mir selber aus. Okay. Ich habe es angesprochen und es gibt es sogar als Auswahlmöglichkeit. Natürlich. Wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Da weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Sunny, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat man mir einfach so diesen Artikel beinahe überreicht. Einer dieser beiden Artikel überreicht. Anscheinend war ich der 9.999 Kunde in der Boutique. Aber da ich aber so etwas Ähnliches bereits besitze, würde ich es gerne dir überlassen. Und wenn wir jetzt reingehen, sind wir jetzt der 100.000ste oder was? Du hast eine Linsen-Etui bekommen. Linsen-Etui. Okay. Cosmetic Etui.
Jetzt haben wir das gemeinsam, nicht wahr? Die gucken dann immer so traurig. Ey, du bist doof. Die guckt so traurig immer. Ich will auch rein. Jetzt bin ich der. Ich bin der tausend. Oh Mann. Ich dachte, ich bin jetzt cool. Na gut, dann sind wir eben nicht cool. Bin ich beinahe auf dich draufgetreten, du kleines Ding, du. Gufa. Gufa war, glaube ich, der Name. Oh, warte mal. Okay. Schönes Easter Egg hier so. Das ist so. Ich denke, das ist ein Easter Egg mit einer Mario-Anspielung. Das finde ich cool. Wenn es wirklich eins geplantes ist. Wo kann ich mich umziehen? Okay, so ein Kleid wie du will ich jetzt nicht unbedingt für meinen Charakter haben. Was möchtest du tun? Kleidung anprobieren. Okay, das ist jetzt nicht das... Ich will... Also müssen wir erstmal welche kaufen, oder wie? Ich habe noch gar keinen Look geändert. So. Will etwas kaufen. Mal gucken, was wir so haben an Kleidung. Machen wir heute Shopping-Tour. Ah, okay, wir können uns direkt sehen. Nee, nee, nee. Ich will... Achso, warte mal. Wir sind jetzt wieder am Anfang, kann das sein? Ja. Nee, warte mal. Sind wir nicht? Ich bin irgendwie verrutscht. Ah, ich bin auf die... Ich habe nach rechts oder links gelenkt. Oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Achso, das ist ein Top. Ich habe einfach nur die Farben gerade nur gelesen. Tanktop. So, okay. Hier gibt es jetzt nicht das, was ich mir ersehnt habe. Aber für den Übergang würde ich gerne erstmal was Orangenes haben. So. Was gibt es denn da für Hosen als Möglichkeiten? Freizeitshorts. Gibt es etwas Längeres, was vielleicht bis zu den Knien geht? Ne, dann nehmen wir das hier erstmal. Kleines bisschen umgestalten. Das mit den Socken finde ich an sich cool. Warte mal. Ah, es gibt hier keine Schuhe. Das ist blöd, wenn es ja keine Schuhe gibt. Dann nehmen wir das und gucken wir, dass wir mal passende Schuhe kriegen. Ich wollte eigentlich meinen Trainer orange-schwarz hier gestalten. Und ja, es ist zwar jetzt noch nicht ganz so, wie ich es mir wollte, aber wir schauen mal. Weil die Schuhe würde ich gerne anpassen, die Tasche und die Mütze, aber wir haben hier bis auf den Hut eben nicht viel, was wir hier an Möglichkeiten haben. Das ist halt auch ein bisschen schade eigentlich. Nein, 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 ich bleib beim Standardhut. Ich bleib hier beim Standardhut. Okay. Aber zumindest schon mal die Grundform angenommen, die ich jetzt für meinen Charakter geplant hatte. So, okay. Oh, jetzt können wir noch hier Shopping-Tour. Aloha! So, egal was du... egal was dir als Frisur oder als Haarfarbe auch schwebt, wir gehen ganz auf deine Wünsche ein. Das darf sein. Kurzer Schnitt, Bob, Zöpfe, Dutt. Du hast die Qual der Wahl. Wir färben auch Haare. Ganz wie du möchtest. Was sagst du? Probier doch mal einen neuen Look aus. Wo du schon mal hier da bist. Na gut, machen wir doch.
Haare schneiden, färben. Färben und schneiden. Schauen wir mal. Na klar. So, immer ein bisschen Charakteranpassung. So. Mhm. Was darf's sein? Lang, glatt, mittelkurz, gewellt, Haarkranz, lang gewellt, Zöpfe im Dutt. Hm. Mittelkurz und gewellt. Boah. Wisst ihr auch, dass ich von Frisuren fast gar keine Ahnung habe? Mittelkurz und gewellt. Wir probieren das mal. Ich möchte, warte mal, seitlich. Ja, seitlicher Pony, das ist schon okay. So, jetzt will ich nur eine Haarfarbe. Ich will. Was haben wir denn? Schwarze Haare, blond, aschebraun. Platinblond. Was ist der Unterschied zwischen Platinblond und Blond? Und Beige. Ich bin überfragt. Ich nehme Platinblond jetzt. So. Mal gucken, was rauskommt. Wenn nicht, mach ich dann offscreen eine Charakteranpassung. Ach du Scheiße. Also das Blond gefällt mir nicht, das kann ich schon mal sagen. Das ist mir definitiv zu hell. Ich glaube, das heißt auch, dadurch heißt es Platinblond. Sind dadurch heller. Das will ich definitiv nicht. Aber ich würde sagen, das ändere ich beim nächsten, oder jetzt offscreen. Und ja, ich würde mich erstmal verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Sun. Also, bis dahin.